kommt mit mir mit. Heute gehe ich nach Frankfurt. Diesmal bin ich bei der Ausstellung von Niki de Saint-Phalle in der Schirn Kunsthalle. Die Ausstellung wurde bereits am 3. Februar eröffnet und läuft noch bis zum 21. Mai. Eingangs erhalten wir ein paar Informationen zu Niki de Saint-Phalles Leben und sehr viel Hintergrund zu ihrer Biografie. Wunderschöne Bilder von ihr selbst, aber auch ihren Kunstwerken sind hier ausgestellt. In vielen ihrer Werke arbeitet Niki nicht nur ihre eigene Geschichte als Mutter auf, sondern auch die Rolle zu ihrer Mutter. Irgendwann kommen wir auch nicht mehr um die Nanas herum. Die Nanas sind sicherlich die berühmtesten und bekanntesten Figuren, erschaffen von Niki de Saint-Phalle. Sie befinden sich in sehr großen Größen weltweit verteilt. Der Tarotgarten war einer der größten Wünsche von Niki de Saint-Phalle. Diesen konnte sie in der Provence in Frankreich errichten. Hier seht ihr ein paar Details dazu, in Miniatur natürlich, die sich in größerer Form so noch und ähnlich in der Provence befinden. Auch politische Themen greift Niki de Saint-Phalle immer wieder auf. Als eine der ersten, noch bevor AIDS überhaupt ein Thema war, kümmerte sie sich mit einer Gruppe von Künstlern darum, dass dieses Thema auch Teil des Schulunterrichts wird. Und das war es auch schon wieder. Begleitet mich gerne nächstes Mal, wenn ich wieder in die Schirn Kunsthalle oder sogar in ein anderes Museum gehe. Tschüss!